Ich bin Christine, ich bin schon gefühlt 100 Jahre bei Elements. Ich bin der Johannes. Ja, ich bin der Chris, ich bin Teamlead aus dem Team Design. Ich bin die Christina. Also ich bin Nina. Mein Name ist Lukas Salche, ich bin seit Jänner 2014 bei der Elements. So beim ersten Kennenlernen, also das erste Vorstellungsgespräch war eigentlich auch schon mehr so wie so ein Stammtisch eigentlich. Ah, das ist eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte. Ich habe mich gar nicht aktiv beworben, sondern ich war auf dem 15 Seconds Festival. Ich habe mich bei mehreren Firmen beworben und und Dines hat mich genommen. Also ich wollte eine Agentur, ich wollte was Schnelllebiges, ich wollte was, ja, wo ich einfach weiß, da habe ich Perspektiven und da kann ich mich einfach weiterentwickeln. Weil ich Design studiert habe. Ich bin unendlich froh, dass ich da gelandet bin. Es war so ein bisschen einfach ein Freudegefühl. Man einfach merkt, okay, hier ist eine coole Stimmung, es sind schon die richtigen Vibes. Mein erster Eindruck war, dass es ein sehr, sehr dynamisches Umfeld ist. Für Menschen zum Kennenlernen. Eben habe Probleme auch mit den Namen. Geil. Geiles Office. Geil, die haben wir paar. Humorvoll, lustig. Es ist mehr eigentlich wie Kollegen und Kolleginnen. Also wir kennen uns auch fernab von der Arbeit, verstehen wir uns alle extrem gut. Entspannt. Und wenn es drauf ankommt, nicht so entspannt. Also die Arbeitsatmosphäre hier ist einfach locker, ein cooles Miteinander und jeder freut sich einfach, wenn er herkommt. Aber das Wichtigste ist, weil zusammenarbeiten da immer mit Menschen, oder? Am Ende des Tages, und die passen gut. Mein größter Wow-Moment war, glaube ich, echt der erste Arbeitstag. So einfach zu sehen, wie offen man da aufgenommen wird, wie cool die Leute sind und auch so die ersten Aufgaben zu bekommen, wo man merkt, okay, das ist genau das, was man machen will. Also war, glaube ich, mein größter Wow-Moment. Ich habe schon mein Praktikum da gemacht und nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren bin ich dann wiedergekommen. Und da hat mich dann eigentlich jeder so begrüßt, als ob ich nie weg gewesen war. Ich bin so lange da sind zu viele Sachen passiert. So einen größten kann ich jetzt vielleicht gar nicht benennen. Es sind einfach so eher so die kleinen Momente, also wo man so, ja Gott, wenn ein Projekt einfach gut funktioniert. Ich finde, das ist echt schwierig, jetzt auf ein Highlight festzumachen. Da hat es viele gegeben.